In Barcelona haben tausende Menschen Freiheit für die inhaftierten Separatistenführer gefordert. Diese wurden vor einem Jahr kurz nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum festgenommen, unter anderem mit dem Vorwurf der Rebellion. Denn die Abstimmung über die Loslösung Kataloniens fand gegen den Willen Madrids statt. Sie war gerichtlich verboten worden. Es geht nicht um die Unabhängigkeit, sondern um Demokratie. Es ist doch komisch, dass das, was man in Großbritannien mit Schottland oder in Kanada mit Quebec tun kann, in Katalonien nicht möglich ist, also ein legales Referendum über eine mögliche Abspaltung. Wir Katalanen müssen dafür Unterdrückung wie Gefängnisstrafen erleiden. 7 Unabhängigkeitsbefürworter warten derzeit in U-Haft auf ihren Prozess. 5 weitere leben im Exil, darunter Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont. Sein Nachfolger sagt, es gab kein Verbrechen, es ist kein Verbrechen zu wählen. Das Verbrechen ist, dass sie uns wegen des Referendums geschlagen haben. Die politischen Gefangenen sollten heute zu Hause bei ihren Familien sein. Wir werden kein Urteil gegen sie akzeptieren, nur ihren Freispruch. Beim Referendum sprach sich eine überwältigende Mehrheit der Katalanen für einen eigenen Staat aus, allerdings bei sehr geringer Wahlbeteiligung. Auch heute ist die Bevölkerung tief gespalten. Während hier für die Unabhängigkeit demonstriert wird, gingen zuletzt tausende Menschen für die Einheit Spaniens auf die Straße.